Herzlich willkommen zurück zu Heroes of the Storm mit Airesu. Ich bin Airesu und wo ist er? Das hier ist Nova. Und Nova begleitet uns jetzt in der Schnellsuche, das heißt gegen richtige Spieler. Geladen und entsichert. Jetzt ist die Frage, wie lange die Wartezeit da sein wird und was ich in der Zeit dann rede. Ja, ich habe jetzt sie auf Stufe 2 gespielt in der letzten Runde, damit ich die zweite heroische Fähigkeit benutzen kann, Präzisionsschlag. Die teste ich dann direkt gegen Spieler. Unbegrenzte Reichweite, das heißt, ich kann mich vorher in die Basis teleportieren und dann losschießen, auch wenn das etwas lange dauern würde. Ja, aber ich denke, das wird ganz hilfreich sein. Muss ich bloß natürlich dann eben die Map etwas im Auge behalten. Ab und zu bei anderen Leuten vorbeischauen, wie es denn jetzt bei denen aussieht, ob man da einen Kill abgreifen kann. Und ich weiß natürlich nicht, wie schnell die Fähigkeit ist. Ich meine, sie braucht 60 Sekunden, um abzuklingen. Okay, das ist schon mal eine wichtige Information. Das heißt, ich kann sie relativ häufig benutzen. Später ab Stufe 20 noch häufiger. Ah, das ist der Garten, den kennen wir schon. Da kommt keine Erklärung jetzt. Man sammelt, also es gibt einen Tag-Nacht-Rhythmus. Wenn es Nacht ist, dann spawnen im Dschungel ein ganzer Haufen kleiner fieser Monsterchen. Und ein paar große. Wenn man die tötet, bekommt man diese Samen. Damit kann man dann, wenn man 100 hat, beziehungsweise nicht wenn man 100 hat, sondern wenn das Team 100 hat, kann einer in der Basis zu so einem komischen Knospenteil gehen und sich in dieses große Ungeheuer verwandeln lassen. Das hat ein paar nützliche Fähigkeiten. Das eine macht es einfach schneller. Das andere sorgt dafür, dass gegnerische Helden in dem gewählten Gebiet kurz verwandelt werden. Und das andere macht Gebäude nutzlos. Und schon geht es los. Hier ist das komische Knospending. In Kürze beginnt der Kampfhelden. Auch wenn es für mich jetzt nicht so wirklich nach einem komischen Knospending aussieht. Sieht eigentlich recht freundlich aus. Oh, ein Held ist in den Kampf zurückgekehrt. Das hier wieder. Kennen wir hier jemanden? Natürlich kennen wir hier keinen. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, zweimal schnelle Spiele gespielt. Beide Male mit Dreist an meiner Seite. Der hat natürlich die Statistik auch etwas hochgezogen. Jaina gehört zu den Gegnern. Gut, hätte man hier aus der Farbe eventuell erkennen können. Gut, hier sind noch keine Gegner. Hier bin ich noch getarnt. Oh Gott. Böse Leute. Schleichen sich einfach an. Oh, verdammt. Da sehen wir es, der hat Blocken geskillt. Achso, stimmt. Jaina ist ja weg, deswegen haben wir jetzt hier einen gewissen Vorteil natürlich. Bestätigt.
Wo ist Moradin hin? Ich sehe ihn gerade nicht. Das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass er im Dschungel rumalbert. Nee, da ist er. Der hat sich nur geheilt. Der blockt mir viel zu viel. Haben wir hier eigentlich ein... Nee. Hoppala. Es gibt leider kein Ping für fehlende Gegner. Auf dem Weg. Bestätigt. So, schnell heilen. Ah, jetzt haben die sich auch noch die Viecher geholt. Eieiei. Aber jetzt kann ich mich heilen, das ist gut. Drücke aus, such dir ein Talent aus. Yay, jetzt mache ich mit meinem Scharfschuss. Scharfschuss. Ja, Scharfschuss, ist richtig. Mache ich jetzt auch noch Flächenschaden. So, da haben wir dem in den Rücken geschossen. Der wird zukünftig die Radieschen von unten betrachten. Erntet die Frucht eurer Bemühungen. Was ein Witz. Versteht das? Radieschen von unten. Mein Ungeheuer zum Leben. Da, euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht. Erntet ihn die Leichen eurer Gegner. Und Schuss. Aua. Wie gesagt, es ist jetzt so ein bisschen unfair, dadurch, dass Jaina einfach fehlt. Aua. Euer Ungeheuer wurde getrimmt. Ja, das gefällt mir. Fehler ein Talent. Der Turm kann nicht schießen, das heißt, wir können angreifen. Auf dem Weg. Aua. Meine Pflanzen werden dich wiederbeleben. Das war schmerzhaft. Was hat mich da erwischt?
irgendwas, das von oben runtergefallen ist, aber ich weiß nicht was. Jetzt sehe ich gerade zum ersten Mal übrigens die Totenköpfe hier. Die anzeigen, na, dass man eben tot ist. Nein, das bringt nichts. Oh, China ist ja da. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Ich hier noch? Schade. Nova hier. Auf dem Weg. Ah ne, okay, die Gegner wollen nicht. Die wollen lieber in den Dschungel gehen. Ist auch verständlich, die bekommen mit ziemlicher Sicherheit jetzt das Monster. Das war knapp. Deswegen bewegt man sich eigentlich immer mit A und Klick vor. Damit hat man den automatischen Angriff drin. Die Samen werden leider direkt in den Pool gepackt und müssen nicht erst hintransportiert werden, deswegen... Oh, Gartenungeheuer, okay. Ah, verdammt. Schade. Verbesserte Tarnung. So. Und jetzt bin ich getarnt, jetzt werde ich auch geheilt nebenbei noch. Das kriege ich hin. Hoppala, so. Auf dem Weg. Meine Gnade. Vor verloren. Ja, das war ganz Arbeit. Noch haben wir auch den... Ah ne, Moment mal, wir haben einen Level-Nachteil. Wie kam denn das? Bald schon wird euer Gegner über ein Ungeheuer verfügen. Auf dem Weg. Ah ja, stimmt. Beide Leute können gleichzeitig ein Ungeheuer haben. Das habe ich ganz vergessen. Spürt ihr, wie das Ungeheuer wächst? Für den Moment ist es vorbei. Schon dabei. Aber ihr solltet euch nicht aufhalten. Die Verdammten werden zurück. Erntet die Früchte eurer Bemühungen, Helden. Erweckt mein Ungeheuer zum Leben. Wird gemacht. Gut gemacht. Das Ungeheuer wird sich auf die gegnerischen Tors stürzen. Ah, verdammt. Ich dachte eigentlich, die Passive hätte schon ausgelöst, als wir hier gekämpft haben. Also, das ist nicht seine Passive, sondern noch eine Passive. Seine Eigenschaft ist, dass er, ich glaube, höhere Reichweite hat. Ja. Macht hier mal was.
Na gut, da ist auch zu tun. Ich geb's zu. Los, lasst mich raus, lasst mich raus. So leicht sterbe ich nicht. Excellent. Das gegnerische Ungeheuer ist nun nichts weiter als verdorrte Blätter. Euer Ungeheuer ist nun... Eieiei. Da habe ich jetzt endlich mal getroffen. Und dort kommt ein neues Pflänzlein. Irgendwie sehen die viel, viel schlimmer aus, wenn sie groß sind. Hier geht's erstmal weiter. Schnell, 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 schnell. Schon dabei. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Nein, nein, nein! Verdammt! Steh wieder auf und beende deine Arbeit! Oh, unser Anubarak könnte hier gleich aufrennen? Nee. Unsere Riesen bekämpfen denen, das ist schön. Und jetzt haben wir einen kleinen Vorteil hier. Oh Gott. Macht was. So viel zu unserem kleinen Vorteil. Bringt natürlich auch nichts, wenn wir hier oben durchstoßen, wenn die hier genau das gleiche machen. Was zum Teufel ist denn hier los? Achso, das sind die Unkrautler, okay. Schlachtet sie alle ab. Das Glück ist mit den Gerechten. Oder eben mit uns. Ach, verdammt. Der ist ein ganz schlechtes Ziel für meine Ulti. Der ist viel zu mobil. Kommt, holt euch seine Macht!
Jetzt hätte ich gern diesen Kundschafter bei den Protoss, verdammt, wie hieß er? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich noch versucht hier mich zu tarnen, aber... Also ich meine, hiermit tarnt man sich ja nicht wirklich, sondern man zeigt, man hat einfach zwei Leute dann da. Ja. So, zwei Aufladungen, yay! Schön, dass du wieder da bist. Jetzt zurück an die Arbeit. Es scheint, ein Held sei aus Furcht geflohen. Ja, jetzt mach doch mal was. Gottchen. Sehr gut, da ist schon mal eine weg. Ungeheuer ist gut. Das war ein klein wenig zu knapp für meinen Geschmack. Eure Zitadelle wird angegriffen. Das kriege ich hin. Jetzt habe ich es endlich kapiert, warum diese Katapulte da sind. Die Dinger hier funktionieren wie ein Inhibitor in League of Legends und verhindern, dass sowas kommt. Moment mal, falsch. Hier, ich wollte reiten. Verdammte Skype. Hat mich eben schon wieder aufs, auf den Desktop gerufen. Ich mach das demnächst komplett aus, wenn ich spiele. Autsch. Na Elli, kämpfst du auch richtig? Tötet die Unkrautler und ergattert ihre Samen. Vorzerstört. Illy, nach oben. Okay, zum Glück kann der nicht gegen die beiden Türme gleichzeitig ankommen. Jedenfalls nicht so schnell. Schlachtet sie alle ab und erlangt meine Samen zurück. Und hier haben wir jetzt natürlich die Unterstützung von den ganzen Söldnern. Dadurch sieht es gar nicht so schlecht aus. Das Lager ein oder besticht die Söldner. Wie das Bestechen funktionieren soll, weiß ich noch immer nicht. Oh Gott, oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Ah, ich bin getarnt, gut.
Habt das vielleicht gerade gesehen? Meine Tarnung ist angegangen und ich bin viel schneller geworden. Das ist immer schön. Also, ich denke, die könnte ich mir vorstellen als Helden zum Kaufen. Aua. Komm nochmal. Warum macht er denn so viel Schaden? Ah, Hilfe, Hilfe! Nee, okay nicht. Oh Gott! Ja, das gefällt mir. Na, lass mich hier raus, Mensch. Oh, die verspottet den auch noch automatisch. Der heißt ja James und James wird aus irgendeinem Grund oftmals als Jim gekürzt. Okay, Jane würde auch komisch klingen. Ja, das gefällt mir. Wird gemacht. Für eure Gott, Kartenungeheuer, gefährlich. Okay, der geht hier ziemlich auf Kamikaze. Das hat dir gefallen. Ihr habt das gegnerische Ungeheuer. Aber die hat es tatsächlich durch die Verteidigung geschafft. Auf dem Weg. Und, ja, gleich einen neuen Schaden gerichtet, also 9%. Hilfe, Hilfe. Nein, 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 ich will nicht sterben. Ah, verdammt. Der hat jetzt natürlich viel zu gut gehandelt. Ich bin jetzt in die Koop-Gegner gewöhnt und die hätten einfach aus der Ferne auf sich schießen lassen weiter. Das Spiel wäre auch schon längst vorbei hier. Wir sind jetzt schon bei 26 Minuten. Selbst mit meinem ganzen Gerede vor dem Spiel und nach dem Spiel immer sind die Videos höchstwahrscheinlich viel kürzer. Gewöhnlich. Also mit den Koops. Oh Gott, oh Gott. Rechts. Sehr schön. Eure Zitadelle wird angegriffen. Dieser Feind muss bestraft werden. Ghost zur Stelle. Orbitalkanone synchronisiert. Sehr gut. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat, aber gut gemacht. Das ist zerstört.
Gegner werden wahrscheinlich auch gerade versuchen, welche zu sammeln. Dann soll er das doch machen. Unser Verbündeter benötigt Hilfe. Erhebe dich, mein Ungeheuer! Saug deinen Feinden das Leben aus! Orbitalkanone synchronisiert. Nova hier. Ja, das war jetzt nicht wirklich etwas, wo man hätte angreifen sollen. Ich nahm an, da wären nur ein, zwei Leute. Ah gut, der hat seine Ulti gerade vollkommen umsonst eingesetzt, das heißt, hier haben wir jetzt einen kleinen Vorteil. Euer Ungeheuer wurde getrennt. Oh Gott, Ellie, nein! Hier kommt die Lasershow. Das krieg ich hin. Oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt weiß ich auch endlich, was mich am Anfang mal getroffen hat in irgendeinem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob das diese Runde war oder eine andere. Da habe ich mich gewundert, was das für Eiszapfen waren, die aus der Luft kamen. Das ist unsere Eishexe Jaina. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Mensch, Heilung vorsehen und Tarnung und so. Okay, die hat noch 15 Sekunden, das wird nicht reichen. Damit kommt er gerade mal so durch. Ja, das gefällt mir. Oh, verdammt. Nein! Oh, jetzt habe ich hart gefällt. Gut gemacht. Das gegnerische Ungeheuer ist gut. Tötet sie schnell. Ach, okay, das sieht gut aus. Nein, Sporo rennt weg. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Ja, sehr gut. Und unsere Leute sind durchgebrochen. Nicht unsere Leute, unsere Vasallen. Yay. Okay, das reicht erstmal als Ablenkung. Damit sind wir hier erstmal wieder einigermaßen sicher. Und die nächste Runde startet gleich. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Seid ihr bereit, euch zu vergnügen? Los zur Stelle. Okay, wir bekommen jetzt gleich ein Gartenungeheuer. Das bringt uns wieder einen Vorteil. Denn die bekommen erstmal keinen. Ganze Weile nicht. Nehmen wir dieses Söldnerlager ein. Die Unkrautler erheben sich erneut. Befreit meine Samen. Ja, sehr gut. Das Ungeheuer wächst an! Wir
Und wir sammeln auch direkt für die nächste. Okay, hier muss ich jetzt zurück. Ja, das gefällt mir. Und die Aufladung braucht noch eine ganze Weile. So ist das los. Oh, wir sind durch. Yay. Das war mein erstes schnelles Spiel alleine. Und mein erster Sieg damit. Und ich muss mir sagen, ein Sieg gefällt mir. Sehr gut. Okay, Moment. Spiel beendet. Gab nur 20. Siegbonus 10. Okay. Man bekommt 20... 20 Gold auf jeden Fall, wenn man ein Spiel beendet. Und nochmal 10, wenn man gewinnt. Das ist sehr überschaubar. Und eben den Stufenbonus wieder abgegriffen und eine Quest. Ich würde sagen, als vorläufiges Urteil sage ich schon mal, das scheint nicht Pay-to-Win zu sein, das Spiel. Ich wollte damit ja warten, bis ich mal weiß, wie viel man hier so bekommt. Meine 30 pro Spiel, nehmen wir an, dass wir gewinnen. Na gut, sagen wir 25 pro Spiel. Das heißt 4 für 100, für 1000 wären es dann 40 Spiele, oder? Oh, ist doch eine ganze Menge. Aber dazu kommt natürlich noch die tägliche Quest. An der Grenze. Ich brauche ein bisschen mehr Mathematik hierfür. So, jetzt, wo wir im richtigen Spiel waren, gucken wir uns mal die Statistiken an. Kills 18, also an Kills beteiligt 18. Also eigentlich ist es vollkommen irrelevant. Was wichtig ist, sind die Tode. Die geben nämlich einen Aufschluss darauf, wie stark man den Gegnern geholfen hat. Da bin ich nicht so schlecht. Ja, gar nicht schlecht. Gibt nur 3 Leute, die besser sind. Oh ne, Moment. 4 Leute, die besser sind. 5 Leute. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Tatsächlich. Verdammt. Okay. Nee, aber nur 2, die deutlich besser sind. Das ist die gegnerische Nova und der Tyrael. Wobei es bei Tyrael eigentlich besser gewesen wäre, wahrscheinlich, wenn er öfter gestorben ist, wegen der Passiven. Mit der nochmal explodiert. Schaden an Gebäuden. Viel zu wenig. Ich wollte eigentlich meinen Scharfschützenschuss immer mal wieder machen. Schaden an Helden ist akzeptabel. Heilung habe ich natürlich nichts. Einfach, weil ich kein Heil-Champion habe. Und EP-Beitrag in meinem Team. Ja, das war gut. Kurz unterm Besten hier. Ja, welche Talente... Oh, welche Talente man genommen hat, wird hier hinten noch nicht angezeigt. Ist ja noch Beta, wird noch reingemacht. Alles gut. Und ich habe gleich 2 Level dadurch bekommen. Ui, euer Heldenschuh und Expertentalent. Also, jetzt müsste ich alle Talente haben. Das heißt, nächste Runde nochmal mit Nova, aber diesmal mit ganz neuen Talenten. Yay! Gut, aber bis dahin... Könnt ihr erstmal das Video ausmachen oder zum nächsten schalten, falls es denn schon draußen ist. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr hinterlasst mir bitte wieder Kommentare. Okay, das klang jetzt etwas zu befehlend. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Und ansonsten lebt wohl, bis zum nächsten Mal.